Auf jeden Fall ist es vorhin dran gescheitert, dieses Rohr hier so reinzuschrauben. Jo Freunde, was geht? Und willkommen zu dem wahrscheinlich besten Kanal, auf dem ihr jemals wart. So, ich musste gerade einmal kurz die Aufnahmen abbrechen, weil ich gesehen habe, dass das Paket gerade ankam. Und das, meine lieben Freunde, machen wir jetzt kurz auf. Freunde, dann würde ich sagen, ich packe hier kurz aus und wir sehen uns dann auf jeden Fall später wieder. Rein. Was geht? Ich bin zurück von der Arbeit. Ich habe vorhin, wie ihr gesehen habt, schon ein bisschen Pakete ausgepackt und bin leicht verzweifelt an dieser Bildschirmhalterung für den Schreibtisch. Die habe ich irgendwie nicht zusammengebaut bekommen. Das machen wir nachher auf jeden Fall weiter. Wir gehen jetzt erstmal mit Kylo raus und dann gehen wir auf den Geburtstag von der Family. Da werde ich, denke ich, wieder nicht so viel filmen, aber danach dann, wenn wir das Ganze auf- und umbauen, wird fresh. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben Kylo wieder abgeholt. Okay, Kylo. Der ist noch einen Moment bei meiner Mutter geblieben vorhin nach dem Gassi gehen. Ich gehe jetzt gleich rüber ins Büro und gucke, dass ich da noch ein bisschen weiterkomme. Ich habe es heute Morgen irgendwie nicht geschafft, diese Monitorhalterung richtig aufzubauen. Und hier sieht es gerade echt spannend drin aus. Ungefähr so. Auf jeden Fall ist es vorhin dran gescheitert, dieses Rohr hier so reinzuschrauben. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie das funktioniert, weil irgendwie ist es immer wieder da einfach rausgebrochen. Aber ich schaue mir das mal an und ihr dürft gerne zusehen. So, das ist jetzt so der erste Test. Ich habe für den Monitor gerade noch kein Kabel parat, weil ich an meinem PC nur DisplayPort-Eingänge noch frei habe und der Monitor kein DisplayPort hat, sondern HDMI nur. Also muss ich morgen für den dritten Monitor noch so ein Kabel besorgen. So sieht es jetzt auf jeden Fall schon mal aus. Es ist alles in allem wesentlich größer und breiter als ich dachte. Ich finde es bis jetzt eigentlich ganz nice. Bin dann mal gespannt, wie es aussieht, wenn dann alle drei an sind. Ich weiß auch noch nicht so ganz. Ich denke, den Kühlschrank, der vorher da drüben stand, muss ich jetzt hier in die Ecke stellen. Oder ich packe den irgendwo in den Hintergrund, weil viel Platz auf dem Schreibtisch ist jetzt tatsächlich dann nicht mehr. Aber ich glaube, es wird sehr praktisch. Also ich glaube, es war ein gutes Upgrade, was ich hier schon gemacht habe. So, also meine Freunde, ich habe jetzt gerade noch mal alles gecheckt, die auch alle funktionieren oder ob irgendeiner kaputt ist. Ja, scheint, als würde soweit alles gehen. Das ist jetzt aktuell der Stand mit den drei hier in der Reihe. Also das ist jetzt der Stand, wie es aktuell aussieht. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles so stehen lasse, weil das mit dem Kühlschrank hier in der Ecke gefällt mir eigentlich nicht. Also vielleicht packe ich den irgendwo nach hier hinten. Aber mal gucken dann. Ja, jetzt hängen natürlich auch diese zwei Bretter nicht mehr mittig. Muss mal gucken, vielleicht hänge ich das einfach noch ein Stück weiter rüber. Ist ja schnell gemacht mit den zwei Schrauben da immer. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Ich sehe auch gerade, der Kamera-Akku ist gleich leer. Also, danke an alle, die bis hierhin wieder zugeguckt haben. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und dann geht's hier weiter und morgen gibt's noch ein paar andere Sachen, die wir erledigen. Also, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dem Video ein Like zu geben, einen Kommentar dazulassen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.